Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. What? Krass. Nach New York? Das Spiel wird immer besser. Halleluja, das ist hier richtig interessant. Und richtig cool. Denn das wäre jetzt so das Letzte, womit ich gerechnet hätte, dass wir hier nach New York ziehen. Und vorher werden wir jetzt aber nochmal hier ein paar Siedlungsmissionen machen. Wir wollen natürlich, dass unsere Siedlung gedeiht und wächst. Und wir haben hier noch 3 Stück offen, bevor es nach New York geht. Obwohl es mich schon ein wenig reizt. Aber nur gut, wir werden jetzt hier erstmal die 100... Oh, jetzt hingen wir gerade ein wenig fest. Die 150 Meter noch knapp zurücklegen. Um dann den Einwohnern in unserer Siedlung zu helfen. Und ich könnte mal... Oh, da unten ist ein Hase. Ah, der galoppiert aber ganz, ganz schnell weg. Und ich habe mich auch noch nicht wirklich mit den wirtschaftlichen Aspekten befasst. Denn ich laufe meistens immer einfach von unserem Haus weg. Stattdessen sollte ich da mal in unser Journal gucken. Zum Glück bist du hier. Zum Glück bin ich hier, jawohl. Prudence Nachtkerze, Mission starten. Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie. Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Ging fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Dann gehen wir der ganzen Sache doch mal inklusive Herrchen und Hund auf die Spur. Ne, auf den Grund, nicht auf die Spur gehen. Hinweis analysieren. Die kann nicht weit sein. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und suchen. Jo, wir teilen uns auf. Wir sind doch hier ein erfahrener Junge des Waldes. Und ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwelche Sachen gepflückt hat und dann wurde sie von irgendwelchen wilden Tieren angefallen. Oder zumindest irgendwie verscheucht, ich weiß es nicht. Und jetzt soll hier angeblich wieder irgendein Hinweis sein in diesem Gebiet. Bin ich jetzt aber ein wenig überrascht. Ach, hier unten. Prudence! Wo bist du?
Ihr Mann schreit noch im Hintergrund. Zurecht, ich würde... Oh, da gegen den... Ah. So, wieder mal ein kleines Quicktime-Event. Runde 1 geht an uns. Oh, Runde 2 ebenfalls. Und Runde 3. Danke vielmals, Connor. Nee, ich möchte gerne noch vorher den... Ich kann nicht daran denken, was ohne deine Hilfe passiert genau. wäre. Ich Körper habe dort ablegen. Nachtkerzen entdeckt und plötzlich stürzte sich der Bär ja, auf mich. Ich wollte schon gerade sagen, wir können doch den Bär hier nicht einfach so... Warum sammelst du Nachtkerzen? ...unverhäutet... Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit sind. Entschuldige. Das ist kein gutes Gesprächsthema unter diesen Umständen. Ich verstehe. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Prudence! Bist du wohl auf, Liebling? Es wird wieder. Dank Connor. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. Ah, so ist also das System. Man lockt sie in der ersten Mission zu sich in die Siedlung. Und jetzt, wo wir die anderen Missionen machen, danach haben wir dann die Sachen letztlich zur Verfügung. Und können dann wahrscheinlich auch mit deren Sachen Handel betreiben. Oder dann eben auch ihre handwerklichen Fähigkeiten letztlich davon profitieren. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier die nächste Mission in Angriff. Die ist ja auch nur 100 Meter weit entfernt. Und dann bin ich mal gespannt, auf wen wir dieses Mal treffen. Denn ich denke mal, neue Einwohner werden wir jetzt hier nicht finden. Sondern einfach nur alte, denen wir in irgendeiner Weise behilflich sein können. Wir haben ja auch noch den einen Typen in der Mine. Und ist hier die Mine? Nee, wer bist du denn? Ich kenne dich ja überhaupt nicht. Weiße Trophäe. Ein bisschen lauter. Ach, die Lady. Versuche, einen Puma zu fangen, der hier umherstreift. Das Biest hat schon 2 meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß, so verrückt es auch klingt. Sein Pelz muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt, sei leise. Gut, dann helfen wir ihm mal. Werden hier wahrscheinlich einfach wieder längs... mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren, um sie zu analysieren. Ja, da müssen wir jetzt aber auch nicht großartig leise sein, glaube ich mal. Sondern einfach nur die richtigen Hinweise finden. Wenn wir mal die Augen offen halten. Oder einfach unser Nachtauge. Nee, Adlerauge aktivieren. Jetzt verkleinert sich wie immer das Gebiet, in dem sich die Hinweise befinden können. Achso, ach, das hätte ich jetzt gar nicht wirklich gemusst. Nur wie groß die Kratzspuren sind. Schieß bloß nicht daneben. Ah, wir werden doch nicht auf die Katze schießen, wir werden sie in einem fairen Duell besiegen. Und, oh Gott, jetzt muss ich gerade lügen. Befinden sie, können Pumas auf Bäume klettern? Oder waren das Leoparden? Nee, oh, ich weiß es. So sehr habe ich dann bei solchen Themen nicht aufgepasst. Hier ist dann der nächste Hinweis. Vorliebe für Hasen ist nicht der erste. Frisch. Riesiger Hase hier. Oh, da läuft er. Dann mal schnell hinterher. Den Puma verfolgen. So ein Schuss. Wir können ihm doch einfach verfolgen. Oh nein. Mit Norris reden? Hm? Ihr kommt wegen meinem neuen Freund, ja? Ich lud gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ehrlich. Was meinst du dazu, Miriam? Rauslocken und schießen. Norris hält sich zurück, einer von uns geht rein und lockt ihn raus. Der andere wartet hier und schießt. Ich werde reingehen.
spielen wir doch mal das Kaninchen. So. Oh. Oh, das ist schönes Quicktime. Das war's schon? Guter Schuss. Vielen Dank, Miriam. Fuchspelz und andere Gegenstände stehen nun bei Miriam zur Verfügung. Genau, wie ich das mir schon gedacht habe. Und jetzt hätte ich aber gerne die weiße Trophäe. Das wäre ja auch nicht schlecht. Stattdessen hat sie scheinbar eingesackt. Die fiese, fiese Miriam. Oder Marion. Aber nun gut, wir werden jetzt hier einen kleinen Cut einlegen. Und beim nächsten Mal, wir gucken noch ganz kurz auf die Karte, werden wir wohl noch hier diese beiden Siedlungsmissionen abschließen. Und dann geht es auch schon weiter, indem wir nach New York reisen. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen angenehmen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.